voran, ich hab doch Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Ah, pass auf. Ich dachte, es geht besser mit der Musik. Warte, ich mach sie wieder aus. Ich kling sie mal, ich mach sie wieder leiser. So. Oh Gott, ich dachte, du machst Motivation und so weiter und so fort. Aber irgendwie hat das jetzt nicht. Ich hab mich so nackig gefühlt, weil ich nichts im Inventar habe. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Stranded Deep. Den Schisshasen-Let's Play. Ich geh mal kurz gucken. Ich hab auch besonders Schiss, weil, das letzte Mal, wo ich die Mod ausgetestet habe, ich weiß nicht, ob es an der Mod lag, aber auf einmal war hier ein heißer Hai. Deswegen habe ich so Angst. So, und mit weißen Haien ist nicht zu scherzen, Leute. Ich lasse mal die Musik drin, ich lasse mal ein bisschen ausklinken. So, kann man schon mal gucken? Ich sehe weit und breit, aber kein Hai, ne? Und jetzt kommt... Ich sehe weit und breit kein Hai! Wenn... Der ist noch dort, ich sehe ihn. Ich weiß ihn, ich weiß es, ich weiß es, ich fühle ihn. Ich fühle dich. Vielleicht können wir mit der Pfeife die Haie abschrecken. Wenn ich ihn direkt voll ins Ohr plärre. Pass mal auf. Komm her! Ich hab Hunger! Nicht nur du! Boah, und wir haben es hier im Übrigen mit Tigerhaien zu tun. Die sind ziemlich gewalttätig, denn diese Tigerhaie fressen wirklich alles. Reifen, Gummiboote, ein Boot, ein gelbes Gummiboot. Mit denen ist wirklich nicht zu spaßen. Und die sind auch ein Grund, deswegen es damals so viele und auch bis heute noch viele Unfälle mit Haien gibt. Und größtenteils waren es immer diese Tierhaie. Dann gibt es, aber was ich auch noch sagen wollte, ist, die greifen natürlich nicht einfach so an, wie hier in diesem Spiel. Normalerweise greifen sie nur an, wenn sie sich wirklich bedroht fühlen, wenn sie bedrängt werden. Weil du kennst ja die Menschheit, ne? Wenn sie, die sind immer so lebensmüde, weißt du? Weil die wollen immer cool sein. Oh, auf Haien reiten ist das geilste überhaupt. Ey, ich weiß nicht. Am liebsten möchte ich solche Menschen eigentlich ins Genick kotzen. Sorry. Aber das sind Tiere, mein Gott. Das sind keine Pferde. Ich find's auch diskriminierend, wenn man auf Pferden reitet. Wenn er auf deinen Mann reitet, ist mir egal. Aber, sorry. Ich fühle mich nackt. Ja, theoretisch haben wir verkackt. Also ich habe verkackt, du hast ja nicht verkackt. Wir wollten uns ja unbedingt ein Fire Pit bauen. So, und da ist die Musik zu reendere. Komm her! Komm her! Komm her! Ich pfeife dir ins Ohr! Ich pfeife dir ins Ohr, Junge! Ja, hä? Guckst du? Ah, da holst du kleinen Bro, wa? Komm her, komm. Okay, ich lass es, ich lass es. Es verwirrt ihn. Ich weiß, es verwirrt ihn. Boah, ist überhaupt nicht mehr... Hallo? Ich dachte, der hört überhaupt nicht mehr auf. Die Pfeife, ey. Ja, komm her, komm her, komm her. Ich hab Feuer. Ja, ich hab Feuer! Ich hab Feuer! Ein Feuerzeug. Pass mal auf. Komm hier. Ich hab ne Krabbe, ja? Hier, nimm ne Krabbe. Wie komme ich jetzt wieder an die Krabbe ran? Ohne dass der Hai mich... Genau das machen die Haie normalerweise nicht. Die Tigerhaie befinden sich zwar auch eher mittelmäßig, mittelmäßig befinden sich eigentlich größtenteils mehr am Seitengewässer, wie hier zum Beispiel,
nahe des Seeufers oder Teichufers oder Whateverufer. Aber eigentlich ist das total unrealistisch, weil die sind nie an Tag hier, sondern mehr so an Dämmerungen oder halt wirklich abends, also nachts. Genauso wie die Bullenhaie, aber die sehen wir hier zum Beispiel nicht. Die haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Normalerweise müsste man die Bullhaie. Ich müsste mal kurz, pass mal auf. So, jetzt habe ich meine Uhr wieder im Blick. Ah, du hast deinen Bruder geholt. Hier, eat the crab. Der Spielstand ist sowas so scheiße. Ich befreie dich aus deinen La. Ich hab das gesehen. Hier. Kann ich den Hai auch anzünden? Pass mal auf. Komm mal näher. Komm mal näher. Klar, unter Wasser. Feuer. Blond. So, ja, ich bin wirklich blond. Wir haben hier gar nichts mehr. Schade, 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 schade. Und ich habe Angst, darüber zu schwimmen. Nee, theoretisch, das kann ich wirklich wahr sagen. Das kann ich wirklich wahr sagen. Wenn ich jetzt zu diesem Wrack rüberschwimmen würde, würden mich Haie angreifen. Die würden mich vom Boot zerren und ich kann gar nichts machen, weil ich nämlich wehrlos bin. Ich habe keine Axt, ich habe gar nichts. Ich könnte theoretisch versuchen, zur nächsten Insel zu schwimmen und gucken, ob dort was ist. Aber unterwegs würden wir sicherlich, sicherlich von zigtausend Haien angegriffen. Da kann ich leider nichts tun. Aber man kann auch ohne Axt craften. Aber ich brauch halt so dies und das. Hab ich denn? Hallo, Maus! Oh, noch ein Stein. Ich habe das Gefühl, dass die Steine auch ab und zu mal wieder auftauchen. Aber es dauert halt, ne? Habe ich denn keine Sticks mehr? Keine Sticks mehr? Stick? Was war das? Ah, das waren die Palme, die aufgeploppt ist, oder was? Ich weiß auch nicht ganz. Hä? Jetzt sind hier gar keine Stickies mehr? Wo sind die ganzen Sticks? Ah, ja. Hier sind die ganzen Sticks. Nee. Mist. Mistikaki. Was machen wir denn jetzt? Ich könnte hier noch 10 Stunden Stick. Nee. Man könnte hier mal in den Gebüschen hier gucken, ob hier noch Stick. Maus! Ich brülle heute so lange die Maus an, bis sie funktioniert. So, ich muss sie auch dringend justieren. Hallo? Lauf da weiter. So, okay. Scheiße.
Wow, Duct Tape. Maus! Maus! Geil! Duct Tape! Zeig mal. If you can fix it with duct tape, you're not using enough. What? Okay. Wir haben Hunger. Ich brauche dringend Sticks, Alter. Alter, ich brauche Stick. Sag mal, hast du irgendwo einen Stick gesehen? Ja. Da hast du die alle verbraten an einen sinnlosen... Hier sind die Crabs. Guck mal, hier ist doch so ein Baum. Hack dir doch, nimm dir hier, zerr dir doch einfach einen Ast raus. Mein Gott. Gut, dann müssen wir dann doch an... Maus! Dann müssen wir anders durch. Dann müssen wir anders durch. Ich nehme mir die Krabbe mit. Diese verkackte Maus. Ich schwöre, ich kann so nicht aufnehmen. Was sind das für ein... Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, aber das ist so ein... Als ob über mir ein Flugzeug fliegen würde. Geil, die Krabbe lebt eigentlich noch. Und die wird schnell mal gekocht. Boah, die krabbelt ja immer noch. Normalerweise müsste die tot sein. Oh, Krabben töten. Oh, das ist das Gewaltsamste, was ich je getan habe. Boah, ich hatte jetzt eigentlich wirklich richtig viel Adrenalin im Herz. Boah, mein Herz hat gepumpt. So, nee, es war wirklich eine große Überwindung, gerade um hinzuschwimmen. Ist die... Die ist gekocht, aber die schwimmt, die läuft. Maus! Maus? Die ist nicht tot. Ja, die ist nicht tot. Obwohl wir die jetzt ins Feuer gehalten. Thumbnail! So. Ich kann die auch nie aufhören, aufheben. Ich kann gar nichts machen. Langsam verhungern. Ja, das kann ich. So. Geil. Haben wir... Oh nein! Oh nein! Ich trink... Hallo? Wasser? Hallo? Ich trink wenigstens was. Nein! Die Flasche ist leer. Die Flasche ist leer. Weg damit. Boah, ey, ich hoffe, wir verhungern jetzt nicht. Oh, diese Maus. Oh oh. Oh oh. Ich kann nur hoffen, dass jetzt irgendwo... Oh, diese Maus. Ich schmeiß sie gleich durch den Monitor. Licht, würdest du bitte ein bisschen Nachsicht haben? Ich hoffe, es ist jetzt irgendwo ein Stick gespawnt. Bitte spawn irgendwo einen verdammten Kackstock, Alter. Ein verkackter Scheiß-Stick. Ich brauch doch nur einen. Warum nimmst du nicht hier sowas? Warum?
Nimm doch sowas, das ist doch genauso gut. Mist. Hier haben wir ja nur so eine scheiß dumme Pfeife gefunden, ey. Die Pfeife. Mist. Ich brauche einen Stick. Kann man eigentlich auch mit Stein? Ich... Nee, mit Stein können wir gar nichts machen. Ich laufe mal quer durchs Gebüsch in der Hoffnung, dass irgendwo hier ein Stick... Hallo? Nee, schade. Oh nein. Ach, das ist übel. Oh, das ist übel. Oh, das ist übel. Das ist übel. Warum spawnen hier keine Stickies mehr? Warum? Ich verstehe das nicht. Oh, Mist. Mist. Mist, 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 Mist. Scheiße. Sich vom Hai fressen zu lassen, ist jetzt auch keine Wahl. Oder keine Lösung. Ich kann nur hoffen, dass hier irgendwo ein scheiß verfluchter Stick spawnt. Ja. Scheiße. Wir sind jetzt zwei am Verhungern. Weil das scheiß verfluchte Campfire... verflixt. Ich glaube, das war's, Leute. Wir werden verhungern. Und dadurch, dass ich so ein wunderschöner Schisshase bin... eigentlich war es so oder so. Wir wären so oder so Fischfutter gewesen. Haifutter. Weil... ja, hier gibt's keine Spots mehr. Und wenn ich jetzt... ich wette mit dir. Ich bin, weil ich... weil man halt so schön langsam schwimmt. Und ich mit diesem Bug nicht klarkomme. Was ist jetzt? Kann nur probieren. Ich kann... ah nee, das ist ja kein Stein. Dann das Teil da. Na toll. Das ist... ja, 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 so stelle ich mir das Leben vor. Ich verhungere, dann regnet es auch noch hier, weil ich ein Schisshase bin und mich gar nicht mehr getraue. Genau jetzt bei dieser Situation... ja, natürlich, es muss noch Nebel kommen. Natürlich, was soll es auch anders sein? Jetzt. Was sind das für Geräusche? Protect me. Protect me. Protect. You're on my side. Ey, ich fühle mich richtig unwohl. Genau bei solchem Wetter kommen auch die Haie richtig nah ans Land. Oh, ich fühle mich gerade, oh, so richtig unwohl. Nicht nur, dass ich
das... Oh. Irgendwo ist ein Hai. Es hört sich schlecht an. Es hört sich schlecht an. Wie spät haben wir es denn? Können wir wenigstens schlafen? Wir können gar nicht schlafen gehen. Oh Gott. Boah, ey. Das ist richtig mies. Weißt du, was auch noch mies ist? Genau, der Endscreen. Mein Gott. Oh. Ich bin fertig. Ich hoffe, wir werden jetzt am nächsten Tag irgendwo noch einen Stick finden oder nach dem schönen Wetter, keine Ahnung. Vielleicht finden wir noch einen Stick und dann mal gucken. Ja, versprechen kann ich es nicht, ansonsten müssen wir doch leider einen neuen Spielstand anfangen, weil so geht es nicht. So geht es nicht und des Weiteren erzähle ich dann in der nächsten Folge, ne? Also bis dann, bis zur nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.